dann riss er in die Kehle raus und trank sein Blut wie Wasser. Ah, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, ein etwas anderes Video. Vorneweg entschuldigt meine Stimme, mich und meine Familie, ganz schnell hat es erwischt mit Corona. Ja, alles gut, wenn ihr dieses Video seht, geht es uns nicht nur wieder gut, wir sind auch schon längst aus der Quarantäne raus, weil ich dieses Video erst zeitversetzt senden werde. Ich würde mir nur Gedanken machen, wenn ihr dieses Video nicht seht, dann bin ich wahrscheinlich tot. Ja, alles gut, aber meine Stimme, wie ihr hört, hat es erwischt. Nur ganz kurz, ich will auch absolut kein Moralapostel sein oder sonst was, aber obwohl wir dreifach geimpft sind, war das Corona kein Zuckerschlücken. Also schön war es wirklich nicht. Aber was kann man Besseres machen in Quarantäne? Wir sind übrigens Tag 348. Ich stelle euch heute meine kleine Buchsammlung vor. Was? Wer kann lesen? Ja, tatsächlich. Ich stelle euch einen kleinen Teil vor, was ich hier in der Wohnung habe. Es ist auch einiges im Keller. Das zeige ich jetzt nicht, weil ich zu faul bin jetzt. Ich kann auch gar nicht in den Keller gehen. Ich bin in Quarantäne. Quarantänekeller. Auf jeden Fall will ich das so ein bisschen zeigen. Es ist nicht viel. Das Video wird auch nicht so lang gehen. Aber ich dachte, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was ich lese. Hauptsächlich natürlich, wen wird es überraschen, ich mag sehr gerne True Crime. Was ich auch sagen muss, viele meiner Bücher sind auf Englisch. Ich lese lieber auf Englisch, wenn es ein englisches Original gibt. Und jetzt viel Spaß mit meiner wirklich kleinen Sammlung. Ich habe die Bücher momentan notdürftig untergebracht in einem Schrank, aber das sind ziemlich klein wahrscheinlich. Und ja, viel Spaß mit der Bibliothek Marauder Obscura. Okay, kommen wir nun hier zu meinem provisorischen Bücherregal. Ich habe, wie ihr sehen könnt, keine wirklich große Sammlung und das ist auch, ich würde sie nennen, Marauders Bibliothek Obscura. Hier findet ihr wirklich keinen großen Hits der Weltliteratur, aber vielleicht ein paar skurrile Bücher. Ja, ich gehe sie nicht alle einzeln durch. Ich erwähne jeden Titel kurz, aber ich ziehe jetzt nicht alle kurz raus. Wohin ich mal irgendwann meine Sammlung, meine Bücher aufbauen werde, wohin, das weiß ich noch nicht genau. Im Keller habe ich auf jeden Fall noch eine riesige Box mit Stephen King Büchern. Die habe ich hier, die zeige ich jetzt gar nicht. Da sind viele, nicht alle Stephen King Bücher, aber viele. Da habe ich momentan einfach keinen Platz für oder noch keine Muße, irgendwo Platz dafür zu schaffen. Vielleicht irgendwann mal. Die purpurnen Flüsse. Film ist toll, der Roman ist auch toll. Ich glaube, der Roman kam vor dem Film. Es ist kein Roman basierend auf dem Film, sondern der Film basiert auf dem Roman. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Tolles Buch, toller Film. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ja, das war so. Das habe ich mir damals gekauft, eigentlich nur wegen dem Gimmick, weil in diesem Buch sind Bilder. Wow, nicht nur Wörter, sondern auch Bilder. Polaroid-Fotos, ein paar skurrile, die der Autor angeblich irgendwie auf Flohmärkten gefunden hat und auf denen er dann, das hier, das Cover-Artwork zum Beispiel, die Story drum gebaut hat. Ja, wurde auch verfilmt von Tim Burton. Film war okay, Buch, ja. Ich bin nicht so die Zielgruppe, es ist eigentlich mehr ein Teenie-Novelle, ein Teenie-Roman. Am Schluss sehr kitschig und hat mir nicht so gefallen. Die Grundstory ist ganz okay über diese Insel, über eine Insel mit besonderen Kindern, die fast so wie die X-Men verschiedene Sachen können. Ist ganz okay, aber es ist halt ein bisschen so, erinnert ein bisschen an Twilight und Co. Wobei besser als Twilight, muss ich sagen. Gibt es, glaube ich, auch mehrere Teile, aber da habe ich überhaupt kein Interesse mehr. Dina Kunz, ich weiß nicht, wie man den aussprechen kann. Da ist mein absoluter Lieblingshorrorroman, falls den irgendeiner kennt, die Todesdämmerung. Da geht es um eine Sekte, die eine Familie jagt, sehr unheimlich. Vor allen Dingen die ersten paar Kapitel sind richtig stalkerhaft cool. Das ist ein toller Roman. Ich habe nicht viele Romane in meiner Sammlung mehr. Sachbücher, aber der ist wirklich toll. Gibt es, glaube ich, auch eine Verfilmung aus den 80ern. Ich weiß gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Da eine deutsche Version. Den Film wollte ich immer mal gucken, weil
der Roman ist wirklich sehr toll. Todesdämmerung. Dann, ja, klar, das habe ich als Resident Evil-Fan, habe ich auch diese Resident Evil-Romane, aber die sind jetzt nicht so prickelnd. Kann man mal lesen, aber eigentlich, boah, nichts Besonderes. Hier, witzigerweise, das habe ich geschenkt bekommen. Game of Thrones, das offizielle Kochbuch. Da will ich mal auch noch was, irgendwann mal was draus kochen. Aber ja, das ist auch kein Must-Have und es war ein Geschenk. Aber wo eins, worauf ich mich natürlich sehr gefreut habe. Dann eins meiner Lieblingssachbücher, oh mein Gott, so lustig. The Disaster Artist von Craig Sestero. Über den wohl schlechtesten Film aller Zeiten und seine Entstehung, The Room. Wurde auch verfilmt. Wie heißen die Brüder? Oh Gott. Ich hab's vergessen. Ich blende es ein, wenn mir es wieder einfällt. Oder wenn ich cool bin, blende ich hier den Namen ein. Franco-Brüder. Ich muss es nicht einblenden. James Franco und sein Bruder. The Room, wer den nicht kennt. Tommy Wiseau. Unfassbar. Hier geht es. Hier ist, das ist der Hauptdarsteller von The Room. Also der zweite Hauptdarsteller nach Tommy Wiseau hat ein Buch darüber gedreht, wie skurril diese Entstehungsgeschichte. Warum zeige ich hier die Dinger? Wie skurril doch die Entstehung war. Der Film dazu ist auch toll. Das Buch ist auch definitiv. Wenn ihr Fans, ich bin zu faul, das jetzt richtig hinzustellen. Wenn ihr Fans von The Room seid, dann schaut mal rein. Hier ein sehr sentimentales Buch, was Gilda Radner, die kennt wahrscheinlich keiner mehr groß hier, die war in den ersten Staffeln von Saturday Night Live in Amerika im Main Cast, die Comedy Show. Und die ist in den 80ern an Krebs erkrankt. Die war auch mit Billy Wilder verheiratet, der auch vor kurzem gestorben ist. Den kann man kennen. Original Charlie und die Schokoladenfabrik Charlie. Ja, die ist an Krebs erkrankt und hat dann ein Buch darüber geschrieben, wie sie es geschafft hat. Und kurz nach Ende des Buches kam der Krebs zurück und sie ist auch gestorben. Ende der 80er, glaube ich, und die ist schon sehr lange tot. Ein sehr, sehr emotionales Buch, sehr interessant. Das habe ich gelesen, oh Gott, während der Krebserkrankung meiner eigenen Mutter. War vielleicht nicht die beste Lektüre zum besten Zeitpunkt, aber eine sehr interessante Autobiografie? Biografie, ja. Sehr traurig. Dann hier Kurt Cobain, Tagebücher. Ja, eigentlich sollte man dieses Buch nicht unterstützen. Kurt Cobain wollte nicht, dass wir seine Tagebücher lesen, aber es ist ganz interessant, seinen Werdegang zu sehen, ja, wie viel Enthusiasmus er in seine Karriere reingebracht hat, die dann die Drogen halt kaputt gemacht haben. Jackie Kennedy, eine Biografie über Jackie Kennedy. Paula Kinski, oh mein Gott, Kindermund, ja. Was soll ich dazu sagen? Klaus Kinski war ein Schwein. Zu Klaus Kinski kommen wir später noch. Dann hier habe ich ein bisschen was übers Filme machen. Man will sich auch ein bisschen weiterbilden. Ein paar Bücher übers Filme machen. Schritt für Schritt zum erfolgreichen Drehbuch. Wenn man von null anfängt und nicht so viel Ahnung hat, hat dieses Buch ein paar Tipps und Tricks gegeben. Was ist ein Treatment? Wie tut man am besten was beschreiben und bla bla bla. War ganz gut, aber viel interessanter zum Beispiel war Mr. Hitchcock. Wie haben Sie das gemacht? Von François Truffaut, der auch schon seit Jahrzehnten tot ist. Ein sehr interessantes Buch, wo die beiden Filmemacher einfach im Gespräch sind über Hitchcocks Karriere. Sehr, sehr interessant. Dann nur ganz kurz Rebel Without Crew, auch interessant, habe ich auch nicht gelesen, muss ich sagen, oder ich habe es angefangen, über Robert Rodriguez und wie er als 23-jähriger Filmemacher mit 7.000 Euro ein globaler Hollywood-Player wurde. Sehr interessant, ich habe es angefangen zu lesen, ich habe irgendwo ein Lesezeichen, da ist es runtergeflogen, ich bin auf Seite 3. Müsste ich mal noch zu Ende lesen, das war nämlich wirklich interessant. Und dann auch hier Independent Feature Film Production, auch über ja, Filme machen halt. Dann kommen wir natürlich zu meiner Lieblingsgenre des Buches, momentan zumindest, True Crime. Und hier habe ich das, ist ein wirklich gutes Buch, wenn ich es rauskriege. Das habe ich natürlich super eingebaut hier. Oh Gott, ist das etwas schwierig, jetzt rauszukriegen. The Last Book on the Left von den Machern von The Last Podcast on the Left. Hier werden die neun bekanntesten Serienmörder nochmal genau unter die Lupe genommen mit lustigen Illustrationen. Das Ganze ist fast aufgebaut wie ein Podcast. Die drei sind immer im Dialog und das wird hier mit den verschiedenen Zeichnungen gezeigt. Das ist wirklich ganz cool geschrieben und die Illustrationen sind wirklich sehr, sehr, sehr lustig und gelungen. Oh hier, Richard Ramirez, die Drecksau. Ja, sehr interessant von Informationsgehalt. Jetzt nichts Neues, wer noch nicht viel weiß über Dahmer und Co.
Für den ist interessant, ist natürlich BTK, Richard Ramirez, Son of Sam, John Wayne Gacy, Andre Cicatillo, oh Gott, hilf mir, Ed Gein, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Skeletor, und Richard Chase. Um die geht's in dem Buch. Dann mein liebstes Mystery, Conspiracy, was auch immer, Mountain of the Dead, der Dyatlov Pass Incident. Geht über den bekannten Dyatlov Pass Incident, über verschiedene Theorien. Ich habe das Buch schon vor Ewigkeiten gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Theorie hier drin als wahrscheinlichst galt. Ich glaube, Aliens, bin mir nicht sicher. Mittlerweile scheint der Fall ja gelöst zu sein. Die russische Regierung hat ein paar Informationen wieder veröffentlicht und ich weiß es nicht. Angeblich, es ist aber wahrscheinlich vielleicht tatsächlich die logischste Variante, dass es trotz alledem eine Lawine war, wo die überrascht hat und die einfach die Orientierung verloren haben. Trotzdem sehr interessanter Stoff. Devil's Knot geht um die West Memphis Three. Ich will jetzt nicht so tief in den Fall eingehen. Dieses Buch zeigt, warum sie es wahrscheinlich nicht waren. Und dieses Buch zeigt, warum sie es vielleicht doch waren. Abomination. Ich finde, beide Bücher sind nicht sonderlich gut. Ich persönlich bin mittlerweile, nachdem ich jahrzehntelang der Meinung war, dass sie es waren, mittlerweile, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall traurig, dass wer immer es war, nicht hinter Gittern sitzt. Aber das ist ein wirklich harter Fall. Geht um Mord um drei junge Jungs aus West Memphis 1993. Furchtbare Geschichte. Also. Aber für True Crime Fans werden die Geschichte wahrscheinlich kennen. Dann, was ist das hier? Ich habe nicht alle Bücher gelesen, muss ich zu meiner Schande sagen. Wie natürlich die meisten meiner Filme. Abducted, Taken, Tortured and Terrified. Oh, ja, Kidnapping. Oh, yeah, okay. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Anne Rule, eine bekannte True Crime Autorin, dessen Buch, ihr Buch Stranger Beside Me, will ich mir unbedingt noch holen. Da geht es darum, dass sie in einer Hotline, in einem Telefon Seelsorge für Selbstmorder neben Ted Bundy jahrelang gearbeitet hat. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben. Und ich wusste, dass es ein Mörder ist, logischerweise. Das hier ist ein Buch, da geht es um verschiedene True Crime Stories. Das habe ich mir damals, wo ich in New York war, gekauft. Im Strand Bookstore, ziemlich coole Teile, fünfstöckiger Buchladen, voll geil, mit der riesigen True Crime Section. $9 hat es mich gekostet. Aber gelesen habe ich es noch nicht, also muss ich irgendwann nochmal reingucken. Hier, ja, Strange Deaths, A Chilling Collection of Terrifying True Murders. Ja, jetzt auch nicht so besonders. Das ist ein interessantes Buch. Philip Carlo, Iceman, Bekenntnisse eines Mafia-Killers. Und hier geht es um den bekannten Mafia-Mörder Richard Kuklinski. Und dieses Buch, selbst wenn nur 30% wahr ist von dem, was er angeblich getan hat, war das vielleicht einer der schlimmsten oder der schlimmste Mörder, Serienmörder. Also, ich bin froh, dass dieser Mann nicht mehr unter den lebenden Weltern. Sehr chilling Buch, würde ich sagen. Da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Es sehr viel. Wurde auch verfilmt mit, habe ich den Namen vergessen, Schauspieler. Ich tu mal den Filmtitel vielleicht hier einblenden. Die Verfilmung war scheiße, meiner Meinung nach. Hat mir nicht gefallen. Aber das Buch war sehr gut. Taken from Home, A Family, A Dark Secret and a Brutal Murder. Habe ich auch noch nicht gelesen. Vieles habe ich gebraucht gekauft, wie ihr seht. Deswegen ist der Zustand bei einigen auch jetzt nicht mehr der beste. Aber zum Lesen reicht. Das hier, ja, lustig. Habe ich mir gekauft als Recherche für meinen Podcast, für weitere Fälle. Vanished, Mysterious Disappearances. Seltsame Verschwinden von Menschen. Da war aber jetzt kein großer Fall dabei, den ich noch nicht entweder nicht kannte oder der jetzt so spektakulär war, dass man ihn für einen Podcast hätte nehmen können. Hier, lustig. Kennt das noch jemand? To Catch a Predator. Die Online-Sendung mit Chris Hansen. South Park-Referenz. Das war eine TV-Show, wo Chris Hansen Predators eingeladen, Leute eingeladen hat, die im Internet versucht haben, sich an Minderjährige ranzumachen und hat die dann im TV bloßgestellt. Und hier ist ein Buch dazu, wie man seine Kinder
schützen kann im Online-Leben. Das Buch ist schon sehr alt, deswegen sind die meisten Sachen wahrscheinlich veraltet. Ja, ich habe diese Sachen gern gesehen, die sind sehr, also sehr, ja, krank. Das Buch ist okay, aber definitiv kein Must-Ding. Hier die FBI-Story, das ist ein uraltes Buch, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, ich glaube von meinem Großvater. Da geht es um die FBI und ihre Entstehung. Das Buch ist von 1959. Leckt mich am Arsch. Also nicht jetzt gerade top aktuell. Dann hier, ich komme ja aus der Bergstraße und hier so ein Sagen aus der Bergstraße, ein paar unheimliche Spooky Stories. Vielleicht soll ich dem mal in irgendeiner Horrormythe nachgehen. Vielleicht auch nicht. Dann hier ein Ratgeber, warum zeige ich das auch? Ein Ratgeber über ADHS bei Erwachsenen, eine Krankheit, unter der ich auch leide. Deswegen habe ich mir das mal zugeholt. Und ja, ist sehr hilfreich tatsächlich, auch wenn es so kurz ist. Wenn jemand an ADHS leidet, dann sollte man sowas lesen. Ansonsten eher nicht. Dann hier nur ganz kurz, weil ich keinen Platz mehr hatte für alle, der Rest ist in einem Karton. Die Wallander-Reihe von Henning Mankell. Ich habe, wie gesagt, nicht viele Romane, das sind wenige, wo ich habe. Kurt Wallander ist vielleicht vielen ein Begriff, wurde auch schon öfters verfilmt. Kriminalreihe aus Schweden um den schusseligen, würde ich sagen, Polizisten Kurt Wallander. Die habe ich geliebt, wo ich noch jünger war, vor so 20 Jahren oder so. Habe ich schon ewig nicht mehr gelesen, aber ich mochte die alle. Mein Lieblingsteil ist Die falsche Fährte. Ja, Kurt Wallander. Ja. Und der Rest ist alles jetzt noch in den Kartons. Und wie gesagt, Stephen King Bücher habe ich noch einen Haufen. Und ich zeige euch jetzt noch aktuell die Bücher, die ich gerade lese. Denn ich lese gerade irgendwie gefühlt an 10 Büchern. Dann willkommen zurück in meiner Mini-Leseecke. Aber hier sitze ich sehr gerne abends und lese auch mal das ein oder andere Buch. Und ganz aktuell, das hat mir der Osterhase gebracht, in Form von meiner Frau, ein wunderschönes Geschenk. Dracula von Bram Stoker in diesem wirklich, wirklich wunderschönen Hardcover. Da ist nicht nur Bram Stokers Dracula drin, sondern auch andere Bram Stokers Sachen. Das ist wirklich wunderschön, dieses Buch. Da freue ich mich schon drauf, drin zu schmökern. Unter anderem ist noch drin Draculas Guest and Other Stories. Wirklich ein sehr schönes Geschenk. Da freue ich mich sehr drüber. Dann, was lese ich gerade? Das hier, das ist ein Escape Room Game, aber mir hat das Cover so gut gefallen. Übrigens kein gutes. Aber das Cover ist wirklich sehr gut, dass ich hier mal in die Ecke gestellt habe. Hat einfach gut hingepasst. Dazu, ja. Dann, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, ich lese momentan verschiedene Bücher und einige lese ich schon seit Jahren. Liegt daran, dass ich mich nicht konzentrieren kann und immer wieder was Neues anfange, obwohl ich das Alte nicht beendet habe. Das ist scheiße. Ja, hier sind aber nicht nur, sehe ich gerade, nicht nur Bücher, die ich gerade lese, sondern Bücher, die ich auch vorhabe zu lesen. Aber ich habe mir echt vorgenommen, erst das eins zu beenden, bevor ich das nächste anfange. Cause of Death. Da lese ich auch schon ein bisschen dran. Memories of a Home Office Pathologist. Ja, ganz klar, eine Autobiografie von einem Pathologen. Da berichtet er über skurrile Tote, skurrile Fälle, was er so in seiner Karriere erlebt hat. Also, dann, ja, das ist ein Buch, das viele von euch wahrscheinlich in der Schule gelesen haben. Ich irgendwie nicht, warum auch immer. Wir haben das irgendwie nicht durchgenommen. Wir haben den Zweiten Weltkrieg durchgenommen, aber auch Anne Frank, aber wir mussten das Tagebuch nie lesen. Und ich war vor einigen Jahren mit meiner Frau in Amsterdam im Anne Frank Haus, sehr beeindruckend das Ganze. Und zu meiner Schande habe ich dieses Buch ja nie gelesen. Und da habe ich mir das dort gekauft in der deutschen Version. Und ja, da lese ich auch noch dran. Das ist natürlich harter Stoff, da hast du nicht immer Lust drauf, jetzt das zu lesen. Aber ja, da bin ich dran, das zu lesen. Dann, ich weiß nicht warum, Klaus Kinski ist ein Schwein. Und der Roman von, der Roman, um Gottes Willen, das Buch von Paula Kinski, ich schenke ihr absoluten Glauben. Ich brauche Liebe ist Klaus Kinskis halb erfundene Autobiografie. Die ist einfach nur, das ist Trash zum Lesen. Das ist wie, wenn du mal Trash-TV gucken willst. Allein seine Schreibweise, was, wie er schreibt und wen er alles gepiept haben will und. Es war ein kranker Mann und es ist einfach nicht empfehlenswert, auf keinen Fall. Ja, ich brauche Liebe, der hätte was ganz anderes gebraucht in seinem Leben, nämlich einen Schlag in. Liebe. Ja, ein paar Hiebe.
So, dann, ja, geil. The Great Mortality, ein sehr interessantes Buch über die Pest. Das fange ich jetzt an zu lesen, nachdem ich Pestilenz gedreht habe. Hätte ich vielleicht mal vorher als Recherche nutzen können. Ein sehr interessantes Sachbuch über die Fakten des Pestausbruchs im Mittelalter in Europa. Muss ich allerdings noch lesen. Aber da freue ich mich auch sehr. Dann Kennedy, ja, ich bin Kennedy-obsessed manchmal. Dieses Buch habe ich letztens in Thalia in der englischen Sektion gefunden. The Kennedy Curse. Und klar geht es um den Kennedy-Fluch, weil viele der Kennedys ja ermordet wurden oder unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Oder auch eigentlich nicht, je nachdem. Ja, da wird nicht viel Neues dabei sein an Informationen, aber trotzdem will ich auch mal demnächst lesen. Was haben wir denn hier? Ach ja, das Buch habe ich mir auch in New York damals gekauft. Hat sich interessant angehört, war es dann oder ist es nicht? Ich glaube, ich bin in der Hälfte. Die Autobiografie von einem Executioner, also jemand, der. Nein. Okay. Ich dachte, dass es eine Biografie ist von jemandem, der bei den Exekutionen den Hebel zum Beispiel beim elektrischen Stuhl umlegt oder so, also oder die Spritze setzt. Aber es geht um den Anwalt, der die Toten begleitet hat. Ist auch interessant, aber das Buch ist nicht interessant geschrieben. Es geht hier mehr um sein Privatleben und seine Familiengeschichte und so, die auch nicht sehr unterschiedlich interessant ist. Also, ja, ich kann dieses Buch nicht empfehlen. Ich müsste mal beenden. Wo bin ich? Ja, ziemlich in der Mitte noch. Ach du Scheiße. Naja. Was ist das? Ah, das Buch habe ich sogar letztens erwähnt in meinem Update. Ein sehr interessantes Buch. Das will ich auf jeden Fall beenden. Wie die anderen Bücher auch. Mortal Error. The Shot That Killed JFK. Da geht es um die Theorie, dass JFK aus Versehen von einem FBI, nicht schon wieder, von einem Secret Service Agenten erschossen wurde, der bei den zwei Schüssen von Oswald sich erschreckt hat und nach hinten gefallen ist und aus Versehen einen Schuss gelöst hat, der dann Kennedys Kopf zum Platzen gebracht hat. Der gute Autor, beziehungsweise basiert dieses Buch auf vielen ballistischen Tests, die das Ganze, also es könnte tatsächlich sein, das ist eine Theorie, die nicht so oft in den Medien durchgenommen wird, ist schon sehr skurril, muss ich sagen. Aber ich finde, sie, hier sind einige Beweise, die darauf hinsprechen könnten. Ich glaube ein bisschen daran, aber die Kennedy-Conspiracy, das ist einfach, es kann alles sein. Es gibt ja auch eine Milliarde Theorien. Nur eine Theorie schließe ich mal aus: Aliens. Obwohl, vielleicht war es ein Klingone. Dann ein Buch. Da freue ich mich auch sehr. Habe ich mir ausgeliehen von einem guten Freund. Das ist wohl das Found-Footage-Buch oder der das Pendant. Oh Gott, da fallen, hier spukt es bei uns. Das soll wohl ein bisschen Found-Footage-mäßig sein. House of Leaves von Mark Z. Danielewski. Es ist wohl ein sehr verwirrendes und verworrendes Buch. Wie ihr sehen könnt, ist es auch sehr skurril geschrieben. Basiert dann, glaube ich, auch auf irgendwelchen. Jetzt muss ich mal selbst gucken. One of the most ambitious, complicated and eagerly anticipated literary debuts of the years. Es ist wohl sehr verworren und soll ein wenig ans Found-Footage-Genre erinnern. Ich habe noch nicht angefangen, weil das ist harter Tobak. Es ist, wie gesagt, sehr komplex und man muss irgendwie auch speziell die Seiten lesen, beziehungsweise hier, sowas ist da auch dabei. Soll aber auch horrormäßig sein. Also ich bin da schon gespannt drauf, aber da brauche ich einen klaren Kopf. Und ja, ich hoffe, es in diesem Leben noch lesen zu können. Und dann ganz lustig, wir haben hier, das gibt es in mehreren Städten, so eine Telefonzelle, alte Telefonzellen, die jetzt voll sind mit Büchern, wo jeder ein Buch sich nehmen kann. Und wenn man eins nimmt, soll man natürlich auch ein eigenes zurückstellen, sodass die Nachbarschaft da lesen kann. Und da habe ich das hier gefunden, Erich von Däniken, von dem ich eigentlich nicht wirklich viel halte. Aber immer ein interessantes Thema, und zwar die Nazca-Linien. Wenn ihr nicht kennt, diese Bilder in Peru, die man eigentlich nur vom Flugzeug aus oder Satellitenbildern sehen kann. Wirklich sehr interessant, die Theorien von Däniken, dass die Aliens die angeleitet haben, glaube ich jetzt nicht wirklich, aber es ist trotzdem ein ganz interessantes Thema. Ja, vielleicht wäre mir ein anderer Autor lieber gewesen, aber die Nazca-Linien ist eine sehr interessante Sache. Da wollte ich tatsächlich einen Podcast drüber machen, aber ja, vielleicht
in einem anderen Leben? Vielleicht auch nicht. So, das war's, wie ihr seht, sehr skurriler Scheiß. Die Hälfte meiner Bücher sind im Keller, allerdings gut verpackt. Die wollte ich jetzt nicht hochholen, die ganzen Stephen King Bücher. Und ich habe noch ein paar Buffy Bücher, Episoden Guides und so ein Scheiß. Mit dem wollte ich euch jetzt nicht langweilen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es was ganz anderes ist. Ja, ich lese tatsächlich auch. Wow, der Marauder kann lesen, unfassbar. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder mit etwas besserer Stimme. Macht's gut, ciao.